In diesem Video sprechen wir über die drei größten Fehler, die du bei der Organisation in der Oberstufe machen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die du in der Oberstufe hinsichtlich deiner Organisation machen kannst. Ja, und die Organisation ist, bin ich ganz ehrlich, ein Thema, was ich in meinem ersten Jahr in der Oberstufe komplett vernachlässigt habe. Ja, ich hatte überall rumfliegende Zettel, mir war das irgendwie alles komplett vollkommen egal, musste mir immer von jedem irgendwo woanders noch irgendwie ein Stiftlein, ein Blattlein, noch mal den Hefteintrag kopieren und so weiter. Und ganz ehrlich, dementsprechend waren auch meine Noten. Ja, und das ist super, super wichtig, dass du eine sehr gute Organisation hast. Nur, wie hast du eine sehr gute Organisation, beziehungsweise was sind die größten Fehler dabei? Ja, und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf diese Punkte eingehen. Der erste große Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass du einfach kein klares System hast. Man kann darüber streiten, soll ich einen Ordner nehmen, soll ich Hefte nehmen, soll ich das auf irgendeine Art und Weise, soll ich das digital managen? Das, ganz ehrlich, ist meiner Meinung nach Typsache. Und da kann man sich für eine von den Komponenten entscheiden. Das Wichtige ist nur, dass du ein System hast, was für dich funktioniert und was du konstant für dich beibehältst. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, jedes der Systeme mag ganz nett sein, nur wo es richtig Katastrophe wird, ist, wenn du mitten im Schuljahr beschließt, oh, irgendwie, ich habe es auf Instagram gesehen, der macht das irgendwie mit dem iPad, ich finde das viel schöner, ich stelle es alle um. Weil was passiert? Du musst das auf der einen Seite dann aus der ersten Hälfte des Halbjahres vielleicht schon ganz viele Sachen, wo du aufgeschrieben hast, und dann fängst du auf einmal am iPad das zu machen. Dann musst du es auf einmal scannen, dann kannst du am iPad nicht so schön sehen. Oder wie auch immer. Oder umgekehrt, ja, keine Ahnung, du hast die ganze Zeit Hefte verwendet und dann willst du auf einmal anfangen, die Hefte in den Ordner zu packen, und dann gibt das nicht so richtig. Ja? Deswegen bitte, wenn du dich jetzt gerade auch am Anfang des Schuljahres auf eine Sache geeinigt hast, dann bleib bei der. Ich verspreche es dir. Du wirst es weder dadurch irgendwie, du wirst weder einen Ticken bessere Noten schreiben, weil du irgendwie das digital machst, weil du es im Ordner machst, im Heft. Da gibt es kein richtig und falsch. Das Wichtige ist, dass du für dich ein System einspielst, bei dem du dann auch wirklich konsistent bleibst, weil nur macht das Ganze so Sinn. Dann Fehler Nummer 2, und der ist richtig unterschätzt, wirst du vielleicht nicht in diesem Video erwarten, weil hier soll es nicht nur um Hefte, Stifte und so weiter gehen, sondern auch um viel größere strategische Punkte. Und zwar, du musst dir vollkommen von der Organisation her auch hinsichtlich deiner Einbringungen klar sein. Das bedeutet, überleg dir ganz, ganz konkret, welche Fächer will ich einbringen, von welchem Halbjahr, in welchem Semester eben auch. Ja? Weil natürlich geht es in der Oberstufe primär erstmal darum, möglichst gute Noten zu schreiben, aber das hat nochmal auch einen wichtigen Aspekt darauf, wie du dann eben auch deine Noten einbringst. Ja? Ich hatte teilweise auch mal 3 Punkte in einem kompletten Halbjahr in Kunst, glaube ich. Aber ich habe dieses Halbjahr nicht eingebracht und habe deswegen auch strategisch für dieses Fach nichts mehr gemacht, damit ich eben das dann hinten raus streichen konnte. Und da sehe ich super oft, dass Schüler sich erst damit beschäftigen, wenn sie dann irgendwie in ihrem letzten Jahr in der Oberstufe sind. Weil sie vielleicht da erstmal merken, ah, okay, ich kann ja streichen, jetzt überlege ich mir, was ich streiche, davor habe ich immer Gas gegeben. Das macht auch Sinn. Ja, und ich würde euch auch auf gar keinen Fall irgendwie in eurem ersten Oberstufenjahr empfehlen, da schon sagen, oh ja, das war jetzt nicht so eine gute Klausur, streiche ich safe, weil wer sagt denn, dass es danach einfacher wird? Ja, das ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise klar. Aber sei dir auch da von der organisatorischen Ebene her klar, in welchen Fächern, das kannst du ja im Vorhinein schon überlegen, in welchen Fächern, glaube ich, werde ich vielleicht eher was streichen. Und dass dir dann vielleicht auch, je nachdem wie es läuft, sollst du am Anfang immer dein Bestes geben. Aber wenn du dann merkst, okay, das Halbjahr kann ich jetzt echt in die Tonne treten, dann lass es weg, konzentriere dich auf die anderen Fächer, um da bessere Noten zu schreiben, deine Zeit da reinzustecken, und dann dir aber gleichzeitig auch bewusst sein, okay, dann muss ich aber die nächsten Halbjahre auch wirklich einbringen. Weil das habe ich auch schon gesehen, dass jemand sagt, ja, ich streiche das und das und das. Und dann habe ich gesagt, so, kannst du das überhaupt streichen? Habe ich nicht nachgeschaut. Ja, schau mal nach. Am nächsten Tag kommt die Person zu mir und sagt, oh shit, ich kann das gar nicht streichen, jetzt habe ich irgendwo 3 Punkte und ich krieg's nicht mehr raus. Ja, das heißt auch da, bitte hinsichtlich der Organisation, da nicht den Fehler zu machen, sich darum nicht schnell genug Gedanken zu machen und vor allem auch da immer wieder sich Gedanken darüber zu machen, um das konkret auch managen zu können, was du einbringen willst und was eben auch nicht. Und dann der dritte Fehler, der ganz häufig vorkommt, und zwar, du hast deine Klausurtermine nicht richtig auf dem Zettel. Weil natürlich kann es in der Oberstufe manchmal sein, dass es irgendwie ein bisschen herausfordernd ist, weil mehrere Klausuren in einer Woche ist und so weiter. Aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon vielen, vielen Oberstufenschülern durch. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, ja, weil man viel Zeit in der Phase auch in die Oberstufe investieren muss. Aber es ist nicht unbedingt so wirklich wichtig, weil du kannst es immer irgendwie managen, wenn du die richtigen Strategien beispielsweise bei uns im Coaching hast.
Aber wo es problematisch wird, ist, wenn du nicht genau weißt, wenn du, wann du die Klausuren hast. Ja, deswegen, wenn du das im Voraus planst, dann kannst du das alles managen. Ja, wenn du zum Beispiel bei uns im Coaching bist, dann können wir immer mal darüber sprechen, okay, wie können wir es jetzt da am besten von der Zeiteinteilung her machen. Nur wenn du das nicht hast, ja, dann wirst du garantiert irgendwie gegen die Wand fahren und dann auf einmal merken, oh verdammt, nächste Woche habe ich Mathe und Bio, das ist so lernintensiv, dafür reicht mir gar nicht mehr eine Woche Vorbereitung. Deswegen habt ihr immer klar, tragt das in den Kalender ein, damit du da wirklich auch immer auf der sicheren Seite bist. Wenn du grundsätzlich auf der sicheren Seite hinsichtlich Oberstufe und Abitur sein möchtest und eben stressfrei sehr gute Noten schreiben willst, dann bewerbe dich sehr, sehr gerne bei uns aufs Coaching, wo ich dich persönlich betreuen werde und dir all meine besten Strategien mitgeben werde, bei denen ich es geschafft habe, eine 1,0 in meinen Abiturprüfungen zu schreiben und das mit viel Freizeit und ohne Stress und eigenen Druck. Wenn du das haben möchtest, dann bewerbe dich sehr gerne im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Ich freue mich auf dich und bis dahin denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.